kann ich noch runterscrollen? Echt jetzt? Wie geht das? Das Mausrad funktioniert nämlich nicht. Warte, ich muss das kurz mal nachschauen. Hat. Nee, warte, das ist es nicht. Steuerung. Aktion, Gasmaske, Kamera. Ausrüstungsrad, Gorilla-Gerät. Das ist das Fahren. Und da mal den Widerstandsmodus. Wie kann ich denn das unten lesen? Jetzt ernsthaft. Ich kann nicht runterscrollen. Wurscht, gut. Kann man leider nicht ändern. Kamera hatten wir schon. Ja, Transponder haben wir noch. Da haben wir kein Signal. Und ja, den Rest haben wir ja schon. Oh, wie viele haben wir denn jetzt gerade? 19.15 Uhr und wir haben eigentlich kein Signal. Das ist so komisch. Warum kann ich im Tagebuch nicht lesen? Warum kann ich da nicht runterscrollen? Nee, tut sich nix. Wie kann ich denn runterscrollen? Ernsthaft jetzt? Rechte Maustaste gedrückt halten funktioniert nicht. Linke Maustaste auch nicht. Du siehst ja deine Maus nicht mal. Ding funktioniert auch nicht. Leertaste. Steuerung. Alt. Ja, WS funktioniert nicht. Die Pfeiltasten funktionieren auch nicht. Wie komme ich denn da? Es ist so komisch. Ich will doch das Tagebuch lesen. Die B wechselt man sofort auf die Kamera. Okay. Ja, keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht sagen. Kann ich euch leider nichts vorlesen vom Tagebuch. Zumindest kann ich nicht scrollen. Gut, In dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fahrten sind aufgeschoben. Eieiei, hier schaut's ja aus wie im Kaff. Es war ein Max. Unfall. Was war ein Unfall? Achtung, was war ein Unfall? Okay, hier sind ein Haufen Batterien. Kannst du unserem Liaison offen? Tust du das? Hä? Was ich da tue? Ich schau mich hier doch nur um. Ja, das ist wohl wahr. Ohne Drohnen hast du keine Aufklärung mehr. So. Oh, Herdplatten, schön. Gut. Passt, läuft alles flüssig. Wunderbar. Okay, hier kann ich nichts machen. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Ding, wenn die Sünde alle fortgespült werden. Ey. Ah, von hier komme ich ja, stimmt. Ich kenne dich nicht, Mann.
Ja, ich kenne dich auch nicht. Ich will hier nur ein bisschen glotzen. So, der Typ ist nicht so begeistert, wenn wir den anschauen. Hä, hoffentlich bleibt es so schön. Das findest du schön? Ernsthaft jetzt? So, einem Soldaten komme ich mal zur Sicherheit nicht in die Quere. Schließlich gehören wir ja zum Widerstand. Wir wollen ja nicht mehr... Wir wollen ja nicht mehr Aufmerksamkeit erregen als nötig. So, was haben wir denn hier? Aha, aha, aha. Tür? Kann ich die öffnen? Nee. In Philadelphia befinden sich wertvolle Gegenstände. Diese kannst du bei jedem geöffneten Händler gegen Geld eintauschen. Netzteil bekommen. Brauchst du Hilfe? Nee, nee, ich brauche keine Hilfe, aber danke. Sehr nett von dir. Bin ich denn da jetzt raus? Hast du ein Problem? Wer redet da? Ihr glotzt nur, oder? Na, was geht? Nee, nee, ich wollte nix. Alles in Ordnung? Du siehst nicht allzu gut aus. Oh, du bewegst deine Lippen ja gar nicht. Nicht da rein? Nee, schade. Schade. So, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Entschuldigung, dass ich da teilweise dazwischen so also ein bisschen in die Leute reinquatsche. Dürfte ich ja meinen Mund gar nicht aufmachen. So, da gehe ich besser nicht hin. Okay, hier hinten sind, glaube ich, nur Wachen, ja. Hier sind nur Wachen. Und die sind natürlich nicht so begeistert, dass ich da bin. Deswegen lassen wir das besser. Was da oben sind, auf jeden Fall die ganzen Scanner hier. Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Ihr wisst es ja. Ich bin keiner, der sich hetzt. Vor allem nicht bei so Open-World-Spielen. Oder welche, die so halbwegs Open-World-mäßig sind, wie jetzt zum Beispiel Rage. Hey, ich habe schon länger ein Auge auf diesen Ort. Scheint keiner drin zu sein. Was meinst du? Wollen wir uns umsehen? Wer weiß, was wir finden? Man sollte sich solchen Orten lieber nicht nähern. Da drin sind ein paar heftige Typen, verstehst du? Ja, aber wenn niemand dort ist? Sie werden dich finden und dir beide Arme brechen. Und was machst du dann? Komm schon, es gibt bessere Möglichkeiten, sich etwas zu verdienen. Scheiß auf diesen Ort. Würde ich... Ah, geil. Da ist aber niemand drin. Ist doch jemand drin? Ach, geil. Ja. Kinderkrankheiten, mehr sage ich dazu nicht. Ja, der Gedanke gefällt mir. In dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Oh, sie ist durchgeschlüpft. Okay. Du siehst etwas verloren aus. Das ist wahr, ja, ich bin auch sehr verloren. Schließlich habe ich gerade erst mit dem Game angefangen. Der Widerstand markiert geheime Wege und Zugriffspunkte blau. Okay. Ich muss sagen, hier kenne ich ja das meiste schon. Ich sage euch dann, ab wann ich mich nicht mehr auskenne, also ab wann ich aufgehört habe zu testen. Aber das hier kenne ich auf jeden Fall alles noch. Aber ich habe mich noch nicht so genau umgesehen, weil ich möchte nicht mir gleich selber alles vorwegnehmen fürs Let's Play. Schließlich soll es ja ein Blind Let's Play werden. So, bleib aufmerksam, wenn du Philadelphia erkundest. Der Widerstand markiert nützliche Orte mit speziellen Symbolen. Aha. Okay, aber sowas bin ich ja richtig schlecht. Okay, da war gar nichts drin. Ja, mit Duschen wird es wohl eher nichts mehr. Oder mit Baden. Wenn
ich die Laden einfach aufmache, kriege ich dann sofort den Loot oder muss ich dann den erst ziehen? Weil es ist ja blöd, ich kann ja, da müsste ich ja von Lade unten nach Lade oben gehen. Also halt von unten nach oben, weil sonst kann ich ja die Sachen nicht mehr rausnehmen. Oh, eine Essensration gefunden. 3 von 20, was heißt das? Oh, ein Speicher, 4 von 20. Mhm, hier haben wir sehr schöne Bilder. Ist auf jeden Fall sehr runtergekommen. Das merkt man schon. Ganzen Bücher könnt ihr... Oh, das ist aber ein geiles Bild. Geiles Wandtattoo. Bandspray, Graffiti, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ah, das kann man auch öffnen. Oh, eine Batterie. Ah, das ist ein Essenssymbol. Tagebuch hinzugefügt, Plünderung und Erstellung. Gut, schauen wir gleich. Einmal leichtes Metall. Checken mal kurz unser Tagebuch. Plünderung und Erstellung. Gorilla-Werkzeuge können spontan durch das Kombinieren verschiedener Gegenstände erstellt werden. Es gibt 4 Bestandteile: Zündvorrichtungen, Treibladungspulver, Chemikalien und Batterien. Jedes Gorilla-Werkzeug benötigt eine spezielle Kombination aus 2 bis 4 Bestandteilen, um erstellt werden zu können. Das Erstellen passiert im Ausrüstungsrad, während der zu erstellende Gegenstand hervorgehoben ist. Gorilla-Bestandteile können in allen Läden gekauft oder in der ganzen Welt gefunden werden. Okay, da kann ich nicht. Da kann ich nicht scrollen, aber das mit der Karte unten, warum ich da nicht scrollen kann, keine Ahnung. Gut. Vielleicht kann man da auch nicht scrollen und das Karte-Doppelpunkt ist nur Zierde, keine Ahnung, aber... Okay, hier war mal so eine Art Lagerraum. Was denn hier? Kann man den Fernseher plündern? Nee. Ja, da muss ich natürlich bei dem Spiel auch erst dahinter kommen, was man plündern kann und was nicht. Anscheinend Mülleimer gehen. Die Laden hier gehen nicht. Hier komme ich nicht rein. Wie willst du denn da Hände waschen? Ganz ehrlich, wie willst du das machen? Oder ist das so hier so... So eine Kartonwand, die dort einfach so die dazwischen geschoben wurde. Ich meine, wie dämlich ist das? Und vor allem, warum ist das WC da oben? Sehr schräg. Ich glaube, das wurde alles einfach nur da reingestellt. So, eine Festplatte gefunden. Sehr cool. 16. Jänner 2025 haben wir. Ein Gesundheitskit, ein Prozessor... Mit Bolzensteinern können Sicherheitsschlösser aufgebrochen werden. Okay, Vorratsgegenstände haben wir schon mal 1 von 2, die wir brauchen. Eine Leiterplatte. Okay, die Erziehungslager. Nachbarn, wir von der BBK würden gerne unsere Befürchtungen betreffend der Erziehungslager äußern. Wir fragen euch, warum hat die Regierung sie genau jetzt ins Leben gerufen? Sie behauptet, die Stadt sei unsicher und dass die Kinder zu ihrem eigenen Schutz evakuiert wurden. Wir glauben das nicht ganz. Warum gibt es kein Datum für ihre Rückkehr? Warum darf man kaum mit ihnen kommunizieren? Die Wahrheit? Unsere Kinder wurden dort nicht zum Schutz hingebracht, sondern als Bestechungsmittel, damit wir uns anständig verhalten. Wir bitten euch alle, gegen diese Vorgangsweise zu stimmen und eine Beschwerde bei euren Liaison-Offizieren einzureichen. Wenn wir genug Beschwerden sammeln, müssen sie uns zuhören. Sicherheit geht vor, also unterschreibt bitte diese Petition oder reicht direkt eine Beschwerde ein. Lasst uns unsere Kinder zurückholen. Okay, da konnte ich jetzt scrollen. Okay, dann konnte man das einfach bei dem anderen nicht. Aber sehr komisch, warum da drunter dann Karte Doppelpunkt steht. Feuer. Oben mal draufsetzen. Ah, erstmal den Popo wärmen. So. Gut, hier ist das zweite. Spraydosen können wir nicht mitnehmen. Kann ich das da? Nee. Das kann ich leider nicht looten. Gut. Dann noch die Taschenlampe.
zum Ausrüstungsrad hinzugefügt. Das Ausrüstungsrad können wir mit Q öffnen, das habe ich schon rausgefunden. Wir haben hier einmal Hacker, Ablenkung, Sprengstoff und eine Brandbombe. Und momentane Ressourcen stehen da. Eine Batterie, keine Chemikalien, kein Treibladungspulver und keine Zündvorrichtung. Aber wir haben 9 von 20 Dinger da unten rechts. Jo. Gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Bin schon sehr gespannt. Hab schon lange keinen richtigen Open-World-Shooter mehr gespielt. Bin ja eher so der Open-World-Hack-and-Slay-Spieler. Oder halt generell Open-World eher so mit Klingen als mit Fernkampfwaffen. Aber ich gebe mein Bestes, was das Aiming angeht. Vielleicht kriege ich es ja gebacken. Leute sagen, dass Walker ein Held ist. Aber hat er schon mal gekämpft? Ich glaube, er ist ein Schwätzer. Ich glaube nicht, dass er nur ein Schwätzer ist. Ja, aber da, die geht ja kurz weg und dann, hui, ich laufe jetzt. Was macht die da? Sehr schräg. Wo lauft die hin? Da wär jetzt auch ein Untertitel sehr schön, weil teilweise verstehe ich das nur schwer. Ja, man merkt halt, das Spiel hat halt wie der erste Teil einen Haufen Kinderkrankheiten, aber was willst du machen? Der ist, glaube ich, da in der Wand geklebt gerade, oder? Habe ich mich da... Eieieiei. Okay, hier ist ein Händler. Habe ich das richtig verstanden? Ah ja, bei dir kann ich nicht anschreiben. Ist ja okay. So, Gesundheitskit. Gegenstand zum einmaligen Gebrauch. Stellt die gesamte Gesundheit wieder her. Kann ich 5 Stück mitnehmen. Sprengstoff, ein einzelnes explosives Guerilla-Werkzeug. Brandbomben, ein einzelnes brennbares Guerilla-Werkzeug. Ablenkungen, ein einzelnes Guerilla-Werkzeug zur Ablenkung. Hackgerät, ein einzelnes Guerilla-Werkzeug zum Hacken. Dann Chemikalien, kombiniere Materialien und baue Guerilla-Werkzeuge. Kann ich 6 maximal mitnehmen, okay. Kombiniere Materialien und baue Guerilla-Werkzeuge mit Batterien, habe ich 1 von 6. Treibladungspulver, kombiniere Materialien und baue Guerilla-Werkzeuge, 0 von 6. Zündvorrichtung, auch 0 von 6, okay, da steht überall das gleiche. Alles klar. Ich weiß halt nicht, was dieses 9 von 20 ist. Ist 9 von 20, ist das so ein Ding, das ich verkaufen kann? Ich bin das Geld wert, wenn du genug hast. Ja, du schaust aber auch ziemlich mitgenommen aus. Jedes Mal, wenn ich Bürgermeister Simpson reden höre, wird mir Zahnmedizin. Ja, verständlich. Nee, ich hab kein Geld, ich hab 0 Groschen mit. Komm schon, versuch's mit Worten. Ja, ich bin nicht so der große Redner, tut mir leid, Leute. Vielleicht sind halt wirklich diese Dinger da. Also diese 9 von 20, vielleicht sind das die Sachen, da kann ich 20 maximal sammeln und die kann ich dann alle verkaufen, weil ich die nicht brauche. Weil die stehen ja auch da bei Batterien, Chemikalien und so nicht dabei. Hm. Vielleicht erfährt man das noch. Hey, jetzt lass mich da doch machen. Ich versuche doch nur zu helfen. Stell dich mal nicht so an. So. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts.
Hier mal Kartons. Gut, hier komme ich nicht hin.